Die Welt wird heute immer vernetzter und Menschen aus den verschiedensten Kontexten und mit den unterschiedlichsten Hintergründen kommen miteinander in Kontakt. Ob in der Uni, im Job oder in anderen Alltagssituationen. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass solche interkulturellen Situationen dann entstehen, wenn Menschen aus verschiedenen Nationalkulturen, zum Beispiel aus Indien und Deutschland, aufeinandertreffen. Eigentlich ist aber jede Situation interkulturell, in der wir Menschen begegnen, die aus einem anderen Kontext stammen als wir und überwiegend nicht unser Verständnis von Normalität teilen. Während wir uns in vielen Alltagssituationen der vorherrschenden Handlungsnormen und Regeln bewusst sind, fühlen wir uns in interkulturellen Situationen eher unsicher. Dies erschwert die interkulturelle Begegnung, da wir hier oft nicht wie gewohnt handeln, kommunizieren und interagieren können. Um diesen Problemen zu begegnen und sich auf solche unsicheren Situationen vorzubereiten, besuchen immer mehr Menschen professionelle interkulturelle Trainings. Damit die Teilnehmer für solche interkulturellen Situationen fit gemacht werden, wird dabei oft als Ziel die Schulung interkultureller Kompetenz angegeben. Aber was ist das eigentlich, interkulturelle Kompetenz? Schauen wir uns das doch mal genauer an. Eigentlich ist jede interkulturelle Situation erstmal eine Situation, in der sich zwei Menschen begegnen. Die Voraussetzung zur Bewältigung einer solchen Situation ist die sogenannte Handlungskompetenz, die sich aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammensetzt. Diese Teilaspekte der Handlungskompetenz manifestieren sich jeweils auf drei verschiedenen Ebenen: in unserem Wissen, unseren Einstellungen, aber auch in unserem Verhalten. Eine Säule dieser Handlungskompetenz ist die Fachkompetenz. Auf der Wissensebene geht es dabei darum, fachliches Wissen zu besitzen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir in der Lage sind, unser Fachwissen anzuwenden und nicht zuletzt auch fachlich engagiert zu handeln. Ein weiterer Aspekt der Handlungskompetenz ist die Methodenkompetenz. Für die Interaktion ist es wichtig, Methoden zu kennen, die uns in der jeweiligen Situation als Werkzeug dienen. Allerdings heißt das nicht nur, diese Methoden anwenden zu können. Genauso müssen wir auch bereit sein, diese einzusetzen. Auch die soziale Kompetenz ist ein wichtiger Teilaspekt der Handlungskompetenz. Sind wir sozial kompetent, dann besitzen wir einerseits Wissen um soziale Regeln. Gleichzeitig sind wir imstande, diese einzusetzen. Schließlich haben wir auch die entsprechende Motivation, unser Wissen und unsere Fähigkeiten in der sozialen Interaktion einzusetzen. Zu guter Letzt müssen wir Selbstkompetenz ausbilden, bei der es vor allem um Selbstreflexivität geht. Während sich die Selbstkompetenz auf der Einstellungsebene vor allem in unserer persönlichen Motivation und Lernbereitschaft äußert, zeigt sie sich im Verhalten durch Kritikfähigkeit und Verantwortung. Haben wir diese vier Teilkompetenzen ausgebildet, können wir handlungskompetent in den meisten uns bekannten Situationen agieren. In einer interkulturellen Situation hingegen herrscht diese Bekanntheit oder Sicherheit eben überwiegend nicht vor. Hier treffen Personen mit unterschiedlichen Hintergründen, also unterschiedlichen Annahmen und Erwartungen, aufeinander. Diese Hintergründe müssen nicht vollkommen unterschiedlich sein, sondern können sich auch ähneln oder überschneiden. So ist eine Situation eben nicht entweder interkulturell oder nicht interkulturell, sondern es existieren verschiedene Grade an Interkulturalität bzw. an Sicherheit oder Unsicherheit. Um eine interkulturelle Situation zu bewältigen, muss nun die Handlungskompetenz auf die unbekannte Situation transferiert werden. Damit die Interaktion in solch einer Situation gelingt, ist dabei also nicht nur die allgemeine Handlungskompetenz wichtig. Zur Bewältigung interkultureller Situationen benötigen wir auch Wissen und Fähigkeiten, die den Transfer der Handlungskompetenz auf den unbekannten Kontext gewährleisten. Dazu gehört zum Beispiel Wissen über den fremdkulturellen Kontext, aber auch die Fähigkeit, die eigene und fremde Kultur bzw. mehr oder minder vertraute Kulturbezüge zu reflektieren. Dabei kann aber die interkulturelle Kompetenz nicht als ein für alle Mal erworbene Patentlösung verstanden werden, mit der jede interkulturelle Situation reibungslos gemeistert werden kann.
Vielmehr handelt es sich bei ihr um eine Kompetenz, die sich im stetigen Prozess befindet. Beim Transfer der Handlungskompetenz auf interkulturelle Situationen versucht sie dabei, verschiedene Schlüsselqualifikationen zu kombinieren. In diesem Prozess ermöglicht sie es uns, in ganz verschiedenen zukünftigen Situationen einen gemeinsamen neuen Weg zu finden. So ist es das Ziel in interkulturellen Situationen, in Aushandlungsprozessen, Normalität, Plausibilität und Routine herzustellen, sodass sicheres Handeln wieder möglich wird. Hierbei hilft uns die interkulturelle Kompetenz. Das in diesem Film vorgestellte Verständnis von interkultureller Kompetenz ist natürlich nur eine Sicht auf die Dinge. Genauso komplex wie interkulturelle Situationen an sich sein können, sind auch die verschiedenen Theorien zu interkultureller Kompetenz.